präsentiert von InDesignPodcast.de, Ihr Profi-Cast für Layout und Design. Gerade Linien erstellen Sie mit dem Linienzeichner-Werkzeug. Sie können die Linie horizontal, vertikal oder im 45-Grad-Winkel ausrichten. Sehen Sie selbst. Mit dem Linienwerkzeug oder dem Linienzeichner kann ich Linien horizontal, vertikal oder freihand ziehen. Das heißt, wir können diese Linien einfach so per Klick über die Seite legen. Alternativ gibt es natürlich auch die Möglichkeit, genauer zu arbeiten. Dafür gehen wir hier mit der Lupe hinein. Ich drücke die Apfel- und die Leertaste und dann können wir auch anhand eines Objektes, was wir hier haben, eine Linie zeichnen. Zum Beispiel in derselben Breite. Dafür sehe ich jetzt, dass hier grüne Hilfslinien erscheinen, sobald ich diese Kante erreiche. Und mit der gedrückten Shift-Taste machen wir das Ganze auch noch horizontal, sodass wir also immer nur horizontale oder vertikale Linien ziehen. Nun lasse ich dieses Linienwerkzeug los und wir können nun die Kontur noch weiter einstellen, zum Beispiel die Farbe oder die Stärke. Das kann ich also alles hier wählen. Dieser Linienzeichner ist allerdings wirklich nur zum Zeichnen von Konturen da, nicht aber zum Bearbeiten dieser Konturen. Wenn ich nun hier wieder mit gedrückter Shift-Taste vertikal so eine Linie aufzeichne, so sehen wir, dass diese hier im Vordergrund liegt und wir können auch eine Stärke wählen. Wenn ich nun mit V auf die Auswahl zurückgehe, so können wir diese Kontur bearbeiten, beispielsweise in der Länge. Dies ist sonst mit dem Linienzeichner nicht möglich. Deshalb empfehle ich Ihnen folgende Arbeitsweise. Wenn Sie in der Auswahl sind, mit dem Tastenbefehl V, können Sie einen schnellen Werkzeugwechsel herbeiführen. Das machen Sie mit den eckigen oder mit den spitzen Klammern nach links, auf der Tastatur links unten. Und wenn Sie dann dieses Werkzeug hier gedrückt halten, den Tastenbefehl, dann sehen Sie das Werkzeug und Sie können beispielsweise mit gedrückter Shift-Taste auch noch eine neue Linie aufziehen und lassen dann diese Linie wieder los und auch das Werkzeug. Und dann können Sie mit der Direktauswahl oder mit der Auswahl diese Kontur, diese Linie weiter bearbeiten in der Länge oder hier auch in der Stärke. Die Arbeitsweise ist also damit viel einfacher, bevor Sie das Werkzeug extra wechseln müssen.